Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga. Wir sind hier immer noch auf Endor, wo wir ein paar Steinchen uns sammeln, ne, im freien Spiel. Wir haben Episode 6 letztens abgeschlossen und sind jetzt wieder auf der Suche nach den ewigen, nach der ewig währenden Suche nach mehr Steinen. Ich habe hier was entdeckt und zwar boom, boom, ne? So, hier ist wieder so ein Ding hier für so ein Rätsel und da unten sind doch die Dinger, wenn ich mich nicht irre, ne? Kann ich dich mal da ranziehen? Und wen auch immer ich jetzt hier spiele, wird dann da unten dahin gehen und dann alles erledigen, ne? So, Brezel, Telefon, Brezel. Sieht ehrlich gesagt nicht aus wie ein Brezel, sieht aus wie ein Croissant, würde ich sagen. Croissant, Telefon, Brezel, ne? So. So. Croissant, bitte. Croissant. Are you perhaps craving my croissant? Boom. Jetzt kann er direkt da rein, ne? Und dann einsammeln. Ja, fast. Nein. Der ist automatisch da oben hingesprungen. Nein. Du sollst da einspringen. Ja toll, er geht jetzt automatisch mal da. Kollege. Das letzte Ewok-Spiel. Okay. Gut, raus hier. Lass mich mal da stehen, ne? Und wir gehen jetzt mal raus aus Endor. Beziehungsweise wir gehen raus. Kann ich überhaupt hier... Kann ich einfach so hier mal kurz hinfliegen? Weil wir müssen ja einige Quests noch machen, ne? Und wir gehen mal hier hin. Weil wir müssen... Pff, ich glaube, jetzt gerade gestorben. 501. Soldat. Ja, wir machen uns mal auf, ein paar Quests zu erledigen, ne? Oh Gott! Was zum... Ah! Hilfe! Wo bin ich denn hier gelandet, Mann? Geh aus dem Weg! So, diese Dinger müssen wir einsammeln, nicht mal jetzt stark an, ne? Wir müssen also Teile für den Todstern einsammeln. Wow. Ganz ruhig. So, was muss ich hier machen? Muss ich einfach nur hier nach Yavin, müssen wir ja auch noch, genau, merke ich gerade. So ein paar Rebellen eskortieren. Ich wollte schon sagen, habe ich auch solche Dinger. Ah. Hatte. Wo ist ja was? Ich sehe ja nichts. Ist halt einfach nur der Marker für der Teil hier rum, ja, ne? So, jetzt haben wir noch so ein Ding. Also ne, ich meine, hier ist noch irgendwo was. Hallo? Da. Schon sagen, ja, sind drei von diesen Zonen, ne? Ne, ist aber noch hier. Ne, ist weg. Alles klar. Darauf habe ich gewartet. So, wir machen uns auf mal ein paar, ich will ein paar Missionen mir aus dem Weg räumen, ne? So, also Steine sammeln ist immer schön und gut, ne? Aber da noch so viele Missionen ja noch übrig sind, ne? So ungefähr 100, sollten wir vielleicht mal irgendwie anfangen, hier so schnell wie möglich, wie hier einige von denen zu machen, ne? Das wird halt noch ewig dauern. Ich meine. So oder so wird halt ewig dauern. Ich frage mich, wie lange ich brauchen werde, das Spiel so zu 100% zu erledigen. Ich stelle mir jetzt nicht vor, dass irgendwie so schwierig wird. Ich habe gehört, das soll schlimm sein, aber ich, jede Trophäe, die eigentlich nur so zeitaufwendig ist, finde ich jetzt nicht so schlimm, ne? So direkt zurück. Ich meine, ja, ist klar, ist zeitaufwendig, ne? Aber solange es nur Zeit ist, was man braucht, habe ich kein Problem. Ne? Solange man irgendwie Skills und Können braucht, da wird es dann verzweifelt. Ne? Einfach nur so lange spielen, bis man irgendwann alles hat, das ist jetzt kein Problem, finde ich. Ne? Crash Bandicoot 4, ne? Boah, das war ein Albtraum. Ja? Ich habe so das Gefühl, wird unmöglich sein, irgendwie da Platin zu holen.
weil einige Sachen so übelst schwer sind, ne? Ja, ich habe Universal-Dolmetscher, ne? Jetzt kann ich mit jenen reden, ohne irgendwie C3PO ausrüsten zu müssen. Ich habe den ganzen Haufen Kugelüberreste gesehen, den du zurückgebracht hast. Wie versprochen, werden wir sie nutzen, um dir einen glorreichen neuen Unheilskugel 2 zu bauen. Wobei, wäre das nicht die Unheilskugel 3? Wir Ewoks sind schnelle Arbeiter, also werde ich dir jetzt schon den Schlüssel geben. Ich garantiere, dass deine neue Unheilskugel bereits auf dich wartet, wenn du zu den Sternen zurückkehrst. So, ist das jetzt. Das ist jetzt aber nicht das Mikromodell, das ist jetzt hier. Aber ich kann ja sowieso nicht irgendwie steuern, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja, ich kann das doch gar nicht auswählen. Steht das nicht. Wieso kann ich da nicht auswählen? Ups. Er ist tot. So, wir haben noch mehr Nebenaufträge, ne? Machen wir mal, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Habe ich noch andere ältere? Ja, ist natürlich jetzt wieder hier, wird mir ja natürlich wieder alles angezeigt, ne? Ist natürlich wieder zum Kotzen. So, das hier, ne? Wir müssen nach Yavin 4. Machen wir das mal, ne? Aber wenn ich hier, wenn ich hier hingehe, kann ich da, nö. Dann verstehe ich nicht, was es hier mit diesen Dingern auf sich hat, ehrlich gesagt. Was will ich denn durch die Gegend fliegen, ja? Gute Frage, ne? Fliegen wir mit einem von den Dingern hier, obwohl das Ding kann gar nicht schießen, ne? Ich habe das von Queen Amidala, ne? Ja, ich glaube, das Ding kann gar nicht schießen, ne? Weil das eigentlich voll dämlich ist, ne? Dass einige Schiffe ja gar nicht schießen können, ne? Nimm mal Boba Fett's Schiff. Nennen wir es Boba Fett's Schiff, ne? So heißt es ganz sicher. Ich habe immer irgendwie, für mich sah halt immer irgendwie aus wie so ein Kopf von so einem Druide hier, ne? Wenn man halt so aufstellen würde. So, Weltraum über Yavin. Na, bitte sag mir, ich kann Seismischbomben mit dem Ding einsetzen. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nur Proton-Torpedos, ne? Damit einsetzen. Blub. Oh, wer bist du? Ich dachte, ich ziehe die Dinger doch neben mir hinterher. What's up? Warum steuere ich das Ding jetzt? Muss ich hier irgendwas machen? Ich dachte, ich muss hier in dem Weltraum irgendwie. Okay, geh mal da rein. Keine Ahnung. Ich meine, ich bin gerade in der Mission, weil ich das Ding hier am Steuern bin. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt, zum ersten Mal in meinem Leben. Warte mal, hier war auch so ein Gleiter-Ding, ne? Und so ein paar Schrottsammler. Ja, ich sollte vielleicht einige ältere Planeten jetzt hier nochmal abgrasen. Ja, wahrscheinlich sollte ich erstmal ältere Planeten abgrasen wegen ein paar Quests, ne? Ich habe mit jeder Episode ist irgendwie bestimmt irgendwie so ein paar Haufen neuer Quests und so aufgetaucht, ne? Deswegen muss ich immer wieder nachschauen. So, was zum, warum muss ich jetzt schon wieder? Kollege, was zum? Er sagt mir auch, hier ist eine Quest. Was soll denn da oben sein? Warum ist meine Slave One jetzt weg? Da muss ich ja machen. Muss ich euch erledigen? Ich glaube nicht, ne? Okay, da kann ich nicht hinfliegen. Kollege.
Nein, boah. Boah, jetzt weiß ich wieder nicht, wo das ist. Was zum Basis 1? Leute, lass mich doch erstmal hier machen. Muss ich das hier machen? Das ist grün. Und da steht irgendwie Schiff. Muss ich das machen? Ich weiß es nicht. Scharmützel. Ich glaube nicht, dass das mit der Quest irgendwie zusammenhängt. Ja, steck. Und du auch. Okay. Weiß man nicht, wie das irgendwie das Ding ja schalt, aber okay. Muss ich da rein? Ja. Sie sind im Schiff. Das Wasser steht uns bis zum Hals. Okay. Wofür mache ich das ja alles? Es hat eine Quest. Kriege ich ein Schiff? Ich das Schiff freischalte, hat so ein Schiffzeichen darüber. Ja, die Klone kehren zurück. Finde den Captain. Alles klar. Geht mal weg, Leute. Wer hat hier das Kommando? Aus dem Weg! Meine Güte. Nicht so eine gute Idee, in so ein Schiff, das hier kurz davor ist, kaputt zu gehen, hier reinzugehen. Oh nein. Okay, und unten. Ich dachte, er wäre eigentlich schon richtig so. Aber du sag mir nicht, ich muss das Ding mit mir. Oh, was ist das? Warte mal, warum können die Granaten werfen? Das sind doch Helden. Weil ich gerade. What? Gar nicht nur Bösewichte? Sag mal auf. Was hat ja, was geht? Oh, da ist ein Schutzschild, sehe ich gerade. Okay, Rainer. Mach halt auf. Bonk. Jetzt auf ihn. Also der Hot Tub. Achtung! Ihr habt gerade die Spritzzone betreten. Bereitet euch darauf vor, nass und zerstört zu werden. Ah, du bist nass. Das heißt, du bist anfällig gegen Elektrizität, ne? Ja. Alter, der hat drei Balken. Der hat mehr Balken als Vader und der Imperator. Warum hat dieser normale Typ hier einfach nur so... Alter, ist klar. Oh mein Gott.
Also warum ist schon wieder... Kann das Spiel mal aufhören, irgendwie meine Charaktere zu wechseln automatisch? Oh mein Gott. Danke, Face, hier, wenn ich mit der rede. Alter, ich greife dich noch nicht mal an, hör auf zu rollen. Habe ich Spinne. Warum ist dieser Boss irgendwie schwieriger als jeder Story, was den ich bisher bekämpft habe? Gibt's doch nicht. Das ist ein aufwendiger Boss als der Imperator. Ja. Was hat eine Minigun? Alter, ich bin den noch nicht mal am Angreifen, der ist schon am Rollen. Aber na, wer hat los? Wer? Ich krieg nur ein paar Steine hier nach. Wir nehmen die Basis ein. Schammelzl abgeschlossen. Nein. Was war das gerade? Boah. Basis 1. Okay, wir haben das Schiff freigeschaltet. Was? Was? Kann man die ja platzieren? Okay. Puh, Leute. Kreuzer der Mont Calamari. Kann ich dann einfach irgendwie so platzieren, irgendwie hier so in Orten? Okay, das ist ein bisschen bedrohlich. So, das war aber keine meiner Quests hier, die ich glaube ich erledigen musste, ne? Okay, dann kann ich die wohl hier bei einigen Planeten hier so hinpacken, die ganzen Riesenschiffe, ne? So als Dekoration, nehme ich mal an. Keine Ahnung. So, wir müssen. Ja, wenn ich jetzt nur wüsste, ne? Kashyyyk, das ist so nervig gemacht, ne? Oh, kann der mir nicht einfach eine Liste geben, mit wo ich hin muss? Man mod mal. Okay. Ab nach Yavin. Meine Güte. Ich würde auch ganz ehrlich sagen, das Menuing in diesem Spiel ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es unübersichtlich aussieht oder ob man sieht, wie unübersichtlich es ist, sich darum zu navigieren, aber es ist ein absoluter Horror. Ich weiß nicht, wie die halt so sehr, wie die halt so schlimm machen konnten. Das ist echt nicht lustig. Ja, das ist wenig. So, fokussieren wir uns, konzentrieren wir uns. Wo diese blöde Quest jetzt ist und nichts anderes. Meine Güte. Ich habe eine Idee. Warte. Ich werde mit Mont mal als der Imperator. Das habe ich erwartet. Lasst uns beginnen. Das ist überhaupt nicht merkwürdig, ne? Na, ist das der richtig? Nö.
Okay. Irgendwo ja war noch eine Wand und so was zum Klettern und so. Also da ist halt zum Klettern. Mädel, wo bist du? Bin ich schon wieder falsch? So. Wir holen uns mal hier den Stein, damit wir das schon mal erledigt haben. Ne? Da brauche ich einen Netzwerfer für. Boom. Haben wir das schon mal. Hier. Nö. So, daran und daran. Und jetzt daran. Ich weiß nicht, wie ich mich gefreut habe, als ich endlich mal einen Schrottsammler bekommen habe, nur mal rauszufinden, dass ich mit denen gar nichts machen kann. Ne? So frustrierend. So. Das halte ich von eurer Rebellion. Mal, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch versuchen, ja. So, hier ist. Das Problem ist, das ist so schwierig zu steuern hier. Na, gucken wir mal. Ich meine, wenn das Ding hier irgendwie. Wenn das Ding einem hier schon so sagt, so, hör mal, du musst hier hin, ne? Dann ist das schon irgendwie so darauf ausgelegt, ne? Boom, alles klar. Vorsicht da unten! Ah! Okay. Sehr gut, so. Okay, also das Problem ist, ich tue immer hier dieses Ding aus den Augen verlieren, ne? Ich sehe überall so viele blaue Symbole und so. Jetzt habe ich das schon wieder aus den Augen verloren. Wo ist das hier? Das ist so unübersichtlich gemacht. Hä? Wo bist denn du? Meine Güte. Wieso in den ganzen Regionen? Ich bin doch hier die ganze Zeit das Ding nach oben gefolgt. Meine Güte. Hier rein? Er hat mir gesagt, nach oben. Boah. Hallöchen. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Was war ein Treffen, ne? Dringend einen Kopfgeldjäger. Aber ihr seid leider kein. Ja, ich bin halt nur der Imperator, ne? Ja. Boba Fett, Kopfgeldjäger. Die Basis wird angegriffen. Von wilden Rennjaulern, die hier heimisch sind. Da hättest du nicht irgendwie jemand anderen sagen können, Jedi oder so. Als es ist, aber ein Problem ist es trotzdem. Ich weiß nicht, was wir getan haben, um die Tiere gegen uns aufzubringen, aber sie richten Schäden an und verletzen unsere Leute. Das muss ein Ende haben. Könnt ihr dafür sorgen? Die Rennjauler treiben in verschiedenen Teilen der Basis deren Leben beenden. Schaltet sie aus und versucht herauszufinden, was sie dazu bewegt haben könnte, sich so zu verhalten. Ja, bestimmt super gute Absichten, ne? Was mir egal ist, ich mache sie trotzdem kalt. So, drei von denen. Kein Ding. So, wie viele haben wir noch? Drei Steine, zwei Charaktere. Einer ist Mon-Mon-Ma, ne? Dann haben wir hier. Dann haben wir hier gleich schon alles erledigt, ne? Auf Yavin. Cool. Hör auf damit, du! Diese Dinger sind teuer! Was? Kein Problem. Alter, ich bin auf dich auch mal an, hör auf wegzurennen. Gut gemacht. Wir werden Tests machen, um das Problem zu ermitteln. Kümmert euch derweil um die anderen. Alles klar. Was hat diesen Rennjauler bloß so wütend gemacht? Ich habe auch mal einen schlechten Tag, aber deshalb hau ich doch nicht alles kurz und klein. Nicht seit dem Sturm. Was ist da passiert? Willst du mir vielleicht irgendwas sagen, Kollege? Nicht seit dem Tag. Und warte mal, ich glaube, wir müssen was mit diesem Typen machen. Wo bist du? Komm mal ein Stück. Sorry, mein Lord. Alter, ich bin aktiv auf dich am Ballern. Kannst du bitte aufhören, mich zu ignorieren? Also wie diese blöden Viecher in Genshin Impact.
nur so einen blöden Monolithen hier beschützen muss, ne? Und die Gegner ignorieren dich einfach, egal ob wie sehr du auf die eindrescht. Ich hasse sowas. Gute Arbeit. Wir machen Fortschritte mit unseren Tests. Wenn ihr uns noch einen Rennjauler bringt, können wir unsere Theorien testen. Ach, ich wollte ihn nur streicheln. Wenn ich den Typen erwische, der gesagt hat, die Viecher wären zahm. Ah. Okay. Jetzt sind die einfach zu finden. Also, was hat? Egal wie weit du hinter ihm herrennst, ich baller trotzdem auf dich. Das wird die auch mit eingepackt, oder er? Oh nein. Die Untersuchung des Rennjaulers scheint meinen Verdacht zu bestätigen. Meldet euch bei mir zurück und ich erkläre alles. Okay. Diese Viecher sind doch eigentlich friedlich. Was ist nur los? Was ist denn hier los? Na. Nochmal da hoch. Ah. Ach, er macht so eine Drehung. Genau, wegen diesen einen. Das ist Episode 3, ne? It's treason then. Ey, was geht? Unsere Tierärzte haben bestätigt, dass die Rennjauler in Kontakt mit einer Spore gekommen sind, die sie zur Raserei getrieben hat. Aber das... Dann haben die randaliert. ...dass diese Spore nicht auf diesem Planeten heimisch ist. Jemand hat sie absichtlich hier eingeführt. Anhand von Proben der Spore konnten wir ihren Ursprung lokalisieren. Schaut euch in der Nähe nach verdächtig aussehenden Pflanzen um und vernichtet sie. Okay, ich muss noch was machen, müssen mich auf den Arm nehmen. Reden wir über die Bezahlung. So, ist hier in irgendeinem dieser Dinger noch so ein Steinchen? Da guckt euch da an. Ich will einfach nur aus dem Raum wieder raus, ne? Aber sobald ich hier rausgehe, bringt er mich hier zum Weltkarte. Mal da rein. Mal schon mal hier sind, ne? Sahen wir noch die letzten paar Dingens hier ab. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Hallöchen Leute, na, ich bin euer neues Mitglied, ne? Ah! Oh mein Gott! Da komme ich da so hin, oder? Ja. Was der alte Mann noch alles kann, ne? Boah. Das gehört den Zip. Okay. Fällt nur noch ein Stein. Zwei. Und dann muss er noch aktualisiert werden. Bing. Ne, zwei. Hier ist noch irgendwie gar nichts, sehe ich gerade. So, einer ist noch hier irgendwo. Okay. Über uns. Oh. Noch ein über uns. Noch ein über uns. Nee, da war es gerade. Hier. Irgendwo. Hm. Da ist noch was auf der Karte, sehe ich gerade. Guck mal hier. Oh Gott, wieder so ein Bonk. Oh mein Gott. Okay, noch mal. Oh mein. Das ist sogar sein Stückchen gefallen. Noch einmal hier. Ja. Ja, du musst auch schon so ein bisschen gedreht sein, Kollege. Boom. Oh Gott, war nur drei. Gott sei Dank. Boom.
Okay. Ja, wo ist denn der letzte Stein? Der muss dann auch in irgendeinem Raum sein, ne? Ja. Gott. Dann holen wir uns den auch noch. Dann haben wir schon mal die ganze Steinsituation hier erledigt auf Yavin. Hier. Oh. Dann haben wir schon mal hier alles entdeckt. Das ist doch schon mal gut, ne? Zwei Charaktere fehlen uns halt noch, ne? Aber sind wir ja gerade dabei, ne? Fehlt uns hier noch eine Quest irgendwo. Hm. Oh, was ist hier los? Pflänzchen. Okay. Ist das hier? Menge Sachen, mit denen ich nicht weiß, was ich mit dir machen soll. Muss ich damit machen? Noch so ein Teil hier. Hier rein, okay. Dann hier. Oh, halt. Da rein. Mhm. Dann hier. Boom. Ich hab gedacht, dass das so reingeht, ey. Unser letzter Teil davon. Haha. Und da ist eine, das ist eine Spinne da. So, weg da. So, jetzt habe ich das. Jetzt muss ich, ich nehme an, ich muss die Pflanzen da, wo die Dinger sind, ne? Dran packen. Okay, ja, das ist auch lahm, wenn mir das Spiel sagt. Ja, das richtig ist, ja. So, ich muss erst mal gucken, wie das hier aussieht. Ey. Was für eine Perspektive, das ist gar nicht richtig, sehe ich gerade. Er hat es wohl. Wie oft wird der Druide wohl noch dran sterben? So, hier ist das. So, da, dann links von dem hier, also hier. Ne? Dann ich glaube hier war das, ne? Ist das richtig? Ja, ne? Ich glaube ich glaube er hier ist das, ne? Hat so viele lilane Dinger. Habe ich recht? Ich habe recht, ne? Haha. Yay. Ordo Aspecto. Cool. Dann haben wir schon mal all Steinchen hier auf Yavin 4. 26 von 26. Gut, machen wir die Quests noch, ne? Ich hoffe, ich finde direkt zwei Quests. Damit wir halt auch hinter uns haben. Ja, zerstört die verdächtigen Pflanzen. Oben? Warum denn oben? Pflanzen sind doch am Boden. Also pflanzt sie irgendwie in so ein auf der Spitze einer Kantine. Hey. Das ist hier der Pflanzen. Sammelt auch alle Samen auf, die sich verstreuen, wenn ihr sie zerstört. Sie darf sich nicht weiter verbreiten.
Mein Gott. Warum schickt ihr mich nicht? Also immer. Bip, wo, pop. Komm schon. Nein. Muss der alte Mann neben Treppen steigen. So. Und der letzte ist da. Aus dem Weg. Okay. Dann müsste die Karte ja relativ leer jetzt sein gleich, ne? Mit Symbolen und so, ne? Boom. Ja gut, wer war das? Den tue ich aufschlitzen. Ich meine, zur Rede stellen. Mir mein Lichtschwert in seinen Kopf. Nein, ich meine, ich werde ihn ein bisschen pieksen mit meinem Schwert. Verdammt. Aus dem Weg. So, wer wagt es hier zu pflanzen? Wer ist der kriminelle Botaniker hier? Botanika, wohl ja böse Annika. Schon wieder so ein Ding hier. Ich mach so schnell ich kann. Gärtnern ist eine Kunst. Okay? Wo kommst du denn her? Das hier ist nicht, wonach es aussieht. Ehrlich. Du Idiot! Es sieht doch total harmlos aus. Die wissen ja nicht, dass es hochgiftige Sporen sind, die wir pflanzen, um sie von unserem Planeten zu vertreiben. Ne? Jetzt wissen sie es. Hoppla! Egal. Du hast also unsere Pflanzen vernichtet, was? Dann lass uns den Spieß umdrehen. Du wirst doch bereuen, dich mit den Pflanzen angelegt zu haben. Angriff! Oh, guck mal. Wo kam er denn her? Oh, unsere Pflanzen! Da. Wir haben uns Sprung angeführt, sind voll überpowered, habe ich so viel. Ich weiß nicht, wie oft ich die spammen kann. Manchmal fühlt sich an, als könnte ich das unendlich machen. Gute Arbeit. Alles in Ordnung? Ey, yo. Ich frage mich, ob es da draußen irgendwo so ein Chip zwischen Sidious und Mon Mothma gibt. Bestimmt, ne? Wie soweit mir letztens aufgefallen ist. Warte, erzähle ich euch hier gleich. Abscheulich. Zugegebenermaßen clever, aber dennoch abscheulich. Glücklicherweise sind die Rennjauler jetzt wieder die Alten. Hm. Ende gut, alles gut. Glückwunsch, das war sehr gute Arbeit. Yay. Aber man war freigeschaltet, ne? Boom. Da rechts habe ich noch gesehen, war noch jemand. Den ich nicht freigeschaltet hatte. Da auch. Ah ne, er war ja. Ninump. So, wie sieht denn die Karte jetzt aus? Da ist noch eine Quest. Weißt du was? Ich tue auch mal so markieren. Einfach, damit das schneller geht. Ist jetzt nicht so, als würde ich das nie im Leben alleine finden. Naja, so, was soll's. Ihr wisst doch, wie ein, so was ich sagen wollte, ihr wisst doch, wie ein Dragon Ball Z, ne, gibt's ja Fusion, ne? Wenn Son Goku und Vegeta sich fusionieren, dann werden die ja zu Gogeta oder Vegetto, ne? Vegetto zieht sich aus hier Kakarot und Vegeta zusammen aus der japanischen Version. Aber ja. Eine Sekunde. Für meinen Geschmack kommen die uns zu nah. Das Imperium. Nur eine Frage der Zeit, bis sie unsere Basis entdecken. Aber nicht mit Rot 1. Ich werde nicht einfach herumsitzen und warten, bis wir entdeckt werden. So wie Gelb 1. Hey! Also, was meinst du? Machen wir einen Präventivschlag gegen diese imperialen Schiffe? Ja, jeder mit dem Imperium, ne? Los. Ich laufe sofort zu meinem Schiff und bringe mich in Position.
Komm rauf zu mir, wenn du bereit bist für den Angriff. Also ja, Son Goku und Vegeta fusionieren, werden zu Gogeta, ne? Gogeta setzt sich natürlich aus Goku und Vegeta zusammen, ne? Deswegen kommt Gogeta, ne? Das Go von Gogeta setzt sich aus dem Go von Goku, ne? Und das Geta bald von dem Vegeta aus Vegeta, ne? Das ist ja ziemlich easy, ne? Worauf ich aber hinaus will, ist, normalerweise werden doch Chip-Namen, ne, von Charakteren immer so, die entstehen doch immer, wenn man irgendwie hier die Namen von Charakteren irgendwie verbindet, ne? Hier so Naruto zum Beispiel, Naruhina, ne? Naruto und Hinata, ne? Oder hier Lucio und Natsu aus, ich wollte jetzt Fire Emblem sagen, Fairy Tale. Ja, wie heißt der? Nalu, ne? Oder Nalu, ne? Ja. Und meine Frage ist jetzt, ne? Gibt es ein Chip? Werden Vegeta und Goku auch irgendwie geschippt? Und wenn ja, ist deren Chip-Name Gogeta? Das ist mir so irgendwie letztens so aufgefallen. Ich habe da irgendwie noch nie drüber nachgedacht. Und ihr wisst, es gibt Leute, die tun die beiden wahrscheinlich shippen, obwohl die nicht weiter davon entfernt sein könnten, irgendwie eine romantische Beziehung zu haben. Ne, aber ihr wisst. Aber ihr wisst, dass kann ich den tun? What? Kann ich den so betreten dann? Das ist mir so letztens durch den Kopf gekommen, gegangen irgendwie so. Ist Son Goku und Vegetas Chip-Name Gogeta? Aber wenn ja, was hat denn da, was? Dann ist da doch irgendwie voller Konflikt mit der Fusion, ne? Das sind so die Sachen, die mir in meiner Freizeit durch den Kopf gehen. Ich nehme an, mir fehlen da immer noch zwei, aber irgendwie finde ich da keinen. Hey. Ja, ich wollte schon sagen, warum hätten wir so viel aus? Da kommen noch mehr. Ah. Ja, Stück, komm her, Stück, komm her, Stück. Ich habe die längste Zeit irgendwie gar nicht gewusst, dass Vegeto sich aus aus die japanische Version von Son Gokus Saiyajin-Namen herleitet. Ich habe immer gedacht, der Name setzt sich aus Vegeta, ne, also Veget, und dann hat O von Goku, ne, also hat Goku irgendwie nur so einen Buchstaben übernommen hatte in dem Namen, ne. Aber nee, der Name setzt sich aus der japanischen Version zusammen, weil Son Goku, also Kakarot heißt ja Kakaroto in Japanisch, ne? Und Vegeta und Kakaroto heißt Vegito. Ne? Und Vegeta ist ja auch Vegeta, nicht Vegeta in Japanisch, deswegen Vegito, ne? Vegeta Kakaroto. Ist mir früher nie aufgefallen. Ist mir auch erst irgendwie sehr viel später aufgefallen. Ich habe gedacht, jetzt setze ich mal aus Vegeta und dann, weil Vegeto ja offensichtlich mehr angelehnt ist am Vegeta, habe ich halt gedacht, ja, dann wird auch dementsprechend das meiste von seinen Namen halt übernommen. Ne? Alter, wie viel kommt denn hier noch? Deswegen ja, habe ich halt gedacht, Son Goku übernimmt halt nur einen Buchstaben, also hat O von Vegeto, ne? Von Goku, ne? Obwohl, jetzt wo ich da lache, der macht doch gar keinen Sinn eigentlich. Da müsste ja Vegeto heißen, ne? Ja, ich bin bedacht, das hätte mir jetzt schon viel früher auffallen müssen, jetzt so, wo ich da nachdenke. So, wenn jetzt ja noch mal welche kommen, ne? Ne, dann schrei ich. Innerlich. Alles klar. Okay, cool. Und direkt abgeschlossen. Boah.
Warte mal, ist das auch eine neue Quest hier? Bist du hier? Gute Arbeit, Leute. Ja. Das sollte uns etwas länger Ruhe vor dem Imperium verschaffen. Gelb 1, ich war unfair zu dir. Kannst du mir verzeihen? Ich hasse dich. Klar, Rot 1. Ob rot oder gelb, die Farbe unserer Staffel spielt keine Rolle. Wichtig ist einzig und allein, dass wir alle gemeinsam... Schon gut, schon gut. Hebt ihr die geschwollenen Reden für die Siegesfeier auf. Yay, Schlacht über Yavin 4. Ich nehme an, da kann man einfach nur so auf einem Torstern so rumlaufen, ne? Wenn man den hier so platziert oder so. So. Cool, dann haben wir ja auf Yavin alles erledigt, ne? Ich meine, es gibt irgendwie Trophäen, wenn man irgendwie bestimmte Planeten irgendwie so. Ich glaube, jede Planeten, die immer in so einem Sektor sind, wenn man alle davon irgendwie auf 100% abschließt, dann kriegt man, glaube ich, eine Trophäe oder so, ne? Wenn ich mich nicht irre. 100% cool. Also wenn ich hier, habe ich irgendeinen Sektor schon voll, wenn ich die beiden zum Beispiel erledigen würde, dann hätte ich schon, dann würde ich eine Trophäe bekommen, glaube ich. Gehen wir mal nach Mission. Lass mal gucken. Mission. So. Also sie haben vier abgeschlossen. Es ist auch grün. Ich wünsche, ich könnte das irgendwie so abstellen, so dass die ich nicht mehr brauche, schon weg sind. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, weil ich schon alles habe und was nicht, ne? Rallas Idee. Er scheint eine ganze Weile dort zu sein. Mission haben wir schon seit Ewigkeiten. Dann machen wir das mal, nehme ich mal an. So, neuer Charakter. Ach ja, den Typen, ne? Gavin Dryce. Dann gehen wir ab nach Kamino. Da haben wir, glaube ich, auch relativ viele Sachen schon erledigt, ne? Da machen wir auch eigentlich nur die Quest, sehe ich gerade. Oh! Also cool. Cool, wir haben einen Planeten schon mal komplett abgeschlossen, finde ich gut, ne? So langsam aber sicher wie jetzt, ne? Jetzt, wo wir alle Optionen haben, ne? Ist nur eine Frage der Zeit, also das sowieso, ne? Es ist eine Frage der Zeit, bis wir hier alles haben. Nur eine Frage, wie viel Zeit wir brauchen, ne? Wie lange Zeit braucht. Ich habe neue Informationen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hier ist nass. Ach, hier habe ich auch schon alle Steine, sehe ich gerade. Gut, wir gehen jetzt mit Tunnelblick hier auf die Führlinge haben wir schon hier. 53 immer noch. Wir gehen mal mit Tunnelblick hier auf. Was ich hier mache? Hier. Der super Gong-Druide, der mir hier mal Lord, damit er ein bisschen schneller geht, ne? Ich meine, ich brauche einen Kopfgeldjäger oder irgendwie so. Warum habe ich die Mission angenommen, aber ich habe anscheinend noch nicht mit denen geredet oder so. Leider brauche ich einen Kopf schon wieder. Schon, ich arbeite so schnell wie ich. Oh, Verzeihung. Ich dachte, ihr wärt wieder der Forschungsleiter. Aber wie ich sehe, seid ihr nicht von Kamino. Also könnt ihr vielleicht helfen. Also irgendwie ironisch, der hat sagt. Der Boba Fett ist von Kamino. Aber die Kaminoaner scheinen mich mit einem der ihren verwechselt zu haben, der, wie ich festgestellt habe, schon lange nicht mehr gesehen wurde. Ich habe versucht, alles nach Episode der mal im Rat war, aber man denkt, in Episode 1 nur vor der Arbeit drücken. Nun kann ich also hier nicht weg. Da gab es irgendwie so einen langhaltigen, in Gefahr ist. Ich glaube, in Episode 1 haben wir ihn kurz gesehen. Ob der Kaminoaner, den ihr sucht, heißt Ralade. Oder der, die Person, ne? Sie mich hier so versucht, etwas über den Verbleib von Ralade zu erfahren. Ja. Ah. Vorsicht.
Okay. Wenn den Tipoka sieht den Aufenthaltsort von Rallade aus. Rallade? Das ist der Kerl, der da drüben im Labor arbeitet. Nein. Er nimmt sich in letzter Zeit etwas merkwürdig, seitdem er von seiner Reise zurück ist. Ich weiß leider nicht mehr, wohin er gereist ist, aber es war von seinem Manager genehmigt. Weiß aber auch mein Gong-Druide hier Panik zu machen. Ah, da muss ich selber suchen, alles klar. Na, jetzt wurde da grün die Sprechblase. Boah. Vorsicht. Ey, yo. Rallade. Wohl eher Rallade, Größenwahnsinnige. Da macht er einen Ausflug zum Jedi-Tempel auf Coruscant. Und nun ist normale Laborarbeit seiner nicht mehr würdig. Okay. Na, okay. Ja, sag ich doch. Okay, zum Jedi-Tempel, alles klar. Den Nazbezirk. Da kann man ja auch mal abchecken, ne, was hier noch fehlt. Was wir so nicht erreichen konnten. Ja, ne, da war doch irgendwie diese Kiste unten. Die wir vorher nicht öffnen konnten, ne, weil wir keinen Schrottsammler haben. Aber jetzt haben wir Schrottsammler. Ich meine, wir hatten schon früher einen Schrottsammler, aber jetzt haben wir Zeugs mit den Schrottsammlern. Jetzt können die Schrottsammler Sachen machen, weil die Schrottsammler sind, ne? Okay. Boah. Ja, der Senat ist zurückgekehrt. So, ich gehe mal direkt hier zu dem Ding. Ich glaube, das ist das sogar. Ne? Ich bin der Senat. Sag's jedem. Oder? Was? Genau. Nee, Kopfgeldjäger ist hier. Okay. Apropos Kopfgeldjäger, ne? Warum bist du denn noch so weit hier hinten? Nee. Okay. Bin hier noch nie mit dem Kopfgeldjäger eingegangen. Ich bin schon lange nicht mal auf Coruscant gewesen anscheinend. Mach das auf. Und wir müssen jetzt schon. Das sieht ziemlich schwierig aus, aber oh. Ja. Ist ja da oben. Die dunkle Seite der Macht wird mich diese Aufgabe meistern lassen. Cool, haben wir so einen Stein. Ein kleiner Stein für zwischendurch, ne? Oh, was ist denn hier los? Nichts mehr. Boah, Leute, ihr müsst euch mal. Geht mir doch mal verdammt noch mal hinterher. Jedes Mal, wenn ich euch zu euch wechsle, seid wieder am Hintern der Welt. Gibt's doch nicht mal. So. Selbstbildung. Okay, viele fehlen ja 34, ja, die werde ich leider nicht kriegen. Außer ich konzentriere mich jetzt hier gerade darauf, aber ich will die Quest lieber erledigt bekommen. Nur wenn einer neu auf dem Weg ist, dann schnappen wir uns, ne? Hat im Jedi-Tempel nicht auch eine? Sogar der Druide ist da drin. Hatte ich im Jedi-Tempel nicht auch noch irgendwie eine Quest mit den Jünglingen? Ja, das ist auch eine Quest, sehe ich gerade. Was geht? Du wirst die Macht der Dunkle. Meister Puh verhält sich in letzter Zeit äußerst merkwürdig. Oh. Er hat gestern die ganze Stunde erklärt, warum die Macht nützlich ist, aber nicht so nützlich wie ein...
effizientes Datenmanagementsystem. Hm. Okay. Ja, da mal rein, da. Ich nehme an, das war auch mit dieser Quest verbunden, ne? Ah ja, lang ist es her, ne? Was denn? Was? Ja. Hey, versucht euch doch mal an diesem Test hier. Ihr wisst ja, was Yoda zu versuchen sagt. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Und ich werde es gefährlich nah an diesen Jüngling. Nur eingebildet? Oh, komm her. Oh nein, das ist links. So, oben links, in der Mitte. Links, Mitte, rechts, rechts, oben rechts. Da ist es. Ich sehe es hier durch den Dingen. Eine Erschütterung der Macht. Das kann ich nutzen. Ich habe es wortwörtlich gesehen. Ich kann es wortwörtlich sehen mit dem Ding. Oh mein Gott. Ugh, okay, komm, ja, ist gut. Ich muss noch nicht mal aufpassen. Ich kann das Ding wortwörtlich sehen. Das war die Stimme von Luke und Lubor. Ja, okay. Ich kann nicht aufpassen. War bisher immer an der gleichen Stelle. Ich glaube, das war immer an der gleichen Stelle bisher. Was geht mir da blöd halt? Danke. Unglaublich, dass ihr es geschafft habt. Ihr verdient diesen Preis viel mehr als ich. Da hast du recht. So, hier ist noch was. Yoda wird so richtig enttäuscht von uns sein. Woher hätte ich denn wissen, Jünglinge, wie geht's? So stark ist? Wir werden einen riesen Ärger bekommen. Ich dachte, ich könnte ohne Meister Yoda trainieren und habe alle Trainingsgeräte zerschlagen. Du Idiot. Das klingt nach einer Bestrafung. Würdet ihr uns armen jede Jünglingen aus der Patsche helfen und die Ausrüstung reparieren? Bitte. Ja, natürlich. Ich liebe es, mit Jünglingen zu interagieren in verschiedenen Weisen. Warte nicht. Was soll ich hier reparieren? Da. Oder hat sogar einen Effekt auf das mache ich umsonst. Auf Vader. Cool. Du. Nein. Wohl, weiß ich nicht. Die Quest kriegen wir auch noch, keine Sorge. Das ist der allerbeste Teil der Ausbildung. So, okay. Daran erinnere. Genial. Das erinnert mich an früher. Ah ja. Okay, ich mag den Jungen, der hat ein grünes Lichtschwert. Dem wird mal was Großes. Versteht jetzt. Nein, das war ein Witz. Freund, jetzt ist alles bereit, wenn der Unterricht weitergeht. Mir ist gerade klar geworden, warum wir die einzigen hier sind. Wir haben die Exkursion nach Kessel. Ja, mir ist auch. Es gibt definitiv. Mir ist auch bewusst, warum ihr die einzigen noch hier seid, ne? Meiner. Fantastisch. Jünglinge. Ganz ohne Sand. Noch besser. So, du bist der hier, mit dem ich hier reden muss, ne? Merkt euch, Kinder. Die Anwendung der Macht hängt ganz davon ab, wie ihr blinzelt und mit der Hand herumwedelt. Und auch davon, stillzuhalten und wachsam zu sein.
Und wenn ihr zu einem Machtgeist werdet, denkt daran, die Namen derer, mit denen ihr sprecht, lang zu ziehen. Sonst hören sie euch nicht. Zum Beispiel Louis. Nutze die Macht. Oh, ihr habt mich erschreckt. Wie lange steht ihr schon da? Ah, seid ihr gekommen, um den weisen Jedi-Meister Yodel-Proof um Rat zu bitten? Yodel-Proof? Das ist doch kein echter Name. Stinkiger Schüler? Er ist kein echter Jedi-Meister. Ich wette, er hat in echt gar kein Lichtschwertschiff. Es wird wohl Zeit, dass ich gehe. Ich will nicht zurück in diese Klonfabrik. Und ihr könnt mich nicht dazu zwingen. Oh, du gehst sowas von zurück, da. Na, glaub mal. Wenn ich jeden einzelnen Jüngling hier töten muss. Ich meine, wenn ich dich fangen muss. Ja, komm eben. Ah, ich mag ein bewegliches Ziel. Ja, komm eben. Oh, du kommst gefälligst hier rein. Oha. Alles klar, cool. Gehen wir direkt zurück, geben die Mission ab, sind wir da fertig. Obwohl da noch eine Menge Quests übrig sind, ne? So, wir haben noch eine Menge zu tun in den nächsten Folgen. So Nebenquests-mäßig und so, Steine-mäßig, ne? Steine. Ich habe so das Gefühl, die Nebenquests sind das, was irgendwie das hier am längsten ziehen wird, ne? So, die Steine sind ja eigentlich kein Problem mehr. So, jeden Planeten habe ich so mehr als die Hälfte schon, ne? Und den ganzen Steinen, ne? Deswegen weiß ich nicht, soll ich mich irgendwann mal hinsetzen und die versuchen alle zu sammeln? Haben wir die schon mal aus dem Weg? Also Raladé gefunden. Nee. Und ich spüre, dass eine Rückkehr. Die ganzen Quests, die bringen uns ja jetzt zu verschiedenen Planeten, dann können wir die immer so nebenbei mit einsammeln noch, ne? Die uns noch fehlen. Zu fragen. Das Wichtigste ist, dass ich frei bin und gehen kann. Oh, wie ich es genießen werde, diesem tyrannischen Forschungsleiter Beweise für seinen Fehler zu liefern. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Er ist jetzt ein Jedi. Wie ist denn er denn jetzt hier gelandet? Nicht stolz oder prahlerisch. Er darf jedoch gehen. Wie ist denn er dann hier gelandet? Rallas Idee. Cool. Dann haben wir das auch erledigt. Finde ich gut. Quimieren. Der hohe Rat der Jedi, ja, sag ich doch, das ist doch, aber nur in Episode 1, glaube ich, ne? Ja, wieder falscher Knopf, wieder falscher Knopf. So, hier sind noch zwei Quests, aber Camino, weil ich muss jetzt nicht, haben einige Original Trilogy Planeten irgendwann, ne? So, aber für heute reicht das auch. Ich habe jetzt auch drei Parts aufgenommen, für mich reicht das auch. Und ja, gut, am nächsten Mal machen wir wieder weiter mit der Steinesuche Quest abklappern. Wir haben 53%, wir haben über die Hälfte. Und ja, es wird noch ein bisschen dauern, aber es wird schon, ne? Eins nach dem anderen. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.